Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch die Summerfood-Maske testen. Also, wenn du keine Füße sehen kannst und nicht sehen willst, wie eklig Füße aussehen können, dann schau dir lieber ein anderes Video von mir an, wo ich mich schminke oder irgendwas Cooles dir zeige, ein Haul zeige oder sonst irgendwas. Denn, sagen wir mal so, sie hat gut gewirkt. ja, und natürlich willst du auch Füße sehen. Also ich meine, hier geht es um Füße. Das ist ein Fußvideo. Also, ne? Allen anderen würde ich einfach mal sagen, dieses Mal nicht hol dir was zu essen. Hol dir einfach was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und das Coole an der Geschichte ist, dass ich diese beiden hier an einen von euch verlosen darf. Das ist einmal die Summerfood-Maske für Frauen und einmal für Männer. Ich denke, dass die einfach ein bisschen effektiver sein wird. Mein Freund wollte sie nicht testen, sonst hätten wir dazu jetzt auch noch einen Test gehabt, aber nee, der ist ja kamerascheu und deswegen könnt ihr jetzt tatsächlich beide Masken gewinnen. Einmal für Männer, einmal für Frauen. Geht aber an einen Gewinner. Also das verschicke ich zusammen. Das heißt, wenn eine Frau gewinnt, kann sie sich und ihrem Freund die Freude machen. Wenn ein Mann gewinnt, kann er sich und seiner Freundin die Freude machen oder wie auch immer weitergeben. Ich, keine Ahnung. Macht damit, was ihr wollt. Wenn ihr gewinnt, eure Sache. Ja. Auf jeden Fall hat mich das liebe Team von Summerfood angeschrieben und gefragt, ob ich nicht diese Maske einmal mit euch zusammen testen möchte. Leute, eins meiner allerersten YouTube-Videos war tatsächlich das Fußmaskentest-Video von Balea, die ja gnadenlos nicht funktioniert hat bei mir, weil ich sie falsch verwendet habe. Jetzt wollte ich alles richtig machen und habe sie getestet mit euch. Ja, ich habe sie angefangen zu testen am Freitag und eine Woche später am Sonntag, also 9 Tage später, sitze ich jetzt hier und ja, ich glaube, das war dann der erste, wo ich die getestet habe, der 1. März und jetzt ist der 10. März tatsächlich und ja, was soll ich sagen? Ihr werdet gleich die ganzen Videos sehen, die ganze Entwicklung der Geschichte auch sehen, ein paar Infos vorab einfach, damit es halt bei euch auch funktioniert, ne? Macht dir einfach nach dem Duschen, wo die Füße vielleicht schon ein bisschen schön aufgeweicht sind, diese Maske drauf, wenn deine Füße trocken sind. Oder nimm vorher schön ein ordentliches Fußbad, damit deine Füße entsprechend aufnahmefähig sind. Weil in dieser Fußmaske, die aus so einer großen Plastiksocke besteht, ist unten drin so eine Säure. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber das ist ja das, womit es halt funktioniert. Und die muss halt wirklich in Verbindung mit deiner Fußsohle sein, die damit auch schon entsprechend aufnahmefähig ist. Sprich, wenn der Fuß aufgeweicht ist, funktioniert es einfach besser. So, dann hast du diese Socke dir angezogen, lässt die ganze Story dann 2 Stunden drauf. Am besten legst du dich irgendwo hin oder setzt dich irgendwo hin, wo du dich nicht allzu viel bewegst. Am besten setzt du dich auch so hin, dass deine Füße eben so stehen. Ich habe gelegen, sodass dann halt auch oben auf meinen Fußobenflächen, auf der Fußoberseite auch einiges passiert ist. Das muss ja eigentlich nicht sein, weil da ja gar keine Hornhaut sitzt. Ja, das kann ich euch mit auf den Weg geben als Tipp und ja, dann halt 2 Stunden schön drauf lassen, danach ein schönes, ordentliches Fußbad nehmen, damit einmal die ganze restliche Geschichte, die noch irgendwie auf den Füßen drauf ist, runterkommt, weil ihr wollt die natürlich nicht dauerhaft drauf haben, mit ins Bett nehmen oder sonst was machen oder in Socken, das ist für die Socken auch nicht so geil. Deswegen Füße waschen oder Füße baden oder beides, wie auch immer. Ja, und dann warten. Also ich habe jeden Abend ein Fußbad genommen. Das heißt, zusätzlich dazu, dass ich halt auch duschen war, habe ich dann noch mir eine Wanne genommen und ein Fußbad gemacht. Da habe ich dann alles Mögliche an Fußbädern, was ich hier so da hatte, reingegeben. Und so habe ich dem Peeling-Prozess echt geholfen. Das wirst du auch in dem Video sehen. Ich glaube, ich habe sogar einen Einspieler, wo ich dann auch ein Fußbad zeige, was ich so gemacht habe. Ja, hilft auf jeden Fall. Die Haut kannst du dir tatsächlich sehr gut dann auch im Fußbad oder unter der Dusche abrubbeln, wenn wirklich alles so schön weich ist und ja, eingewirkt ist, sage ich mal. Ja, kannst du dir auch gut mit einem Handtuch abrubbeln, aber nur ganz, ganz sanft. Mach das nicht zu krass, weil sonst reißt du dir zu viel Haut mit ab. Also normalerweise solltest du einfach warten. Und die Haut löst sich schon von alleine, keine Sorge. Dann hast du irgendwann einen Anfang, kannst ziehen und dann
geht die Party los, sag ich mal. Ja, was du auch nicht machen solltest, wäre eine Fußsalbe zu benutzen. Das habe ich bei meinem Balea-Fußtest gemacht. Das war total bescheuert von mir. Das unterbricht nämlich den Peeling-Prozess. Klar, die Haut wird enorm trocken und dadurch, dass sie halt so trocken ist, kannst du die so abziehen. Wenn du aber Fußcreme benutzt, hi, war es das mit dem Abziehen. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt wieder Fußcreme benutzen darf. Denn zwischenzeitlich waren meine Füße so trocken. Also ich habe es richtig gemerkt in den Schuhen, dass meine Haut sich halt gelöst hat. Das fand ich ein bisschen unangenehm, aber der Weg ist das Ziel, mehr oder weniger. Ich habe nachher schöne Füße gekriegt, auch das wirst du sehen. Ja, ich mache hier gerade voll den Spoiler, aber es ist vielleicht für die Leute, die überhaupt keine Füße sehen können, ne? Ja, und was du nicht auf gar keinen Fall verwenden solltest, wäre ein Fußpeeling, denn die Peelingkörner können sich dann unter die Haut schieben und da bleiben. Das ist nicht so hygienisch, ne? Weil du hast ja sehr, sehr raue Haut, die dabei ist, sich zu lösen. Also kein Fußpeeling benutzen, bitte. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, höre ich auf zu quatschen, schau an, was passiert ist. So sieht der rechte Fuß jetzt vor dem Test aus, würde ich mal so sagen. Ja, ne? Also, ich würde mal sagen, das sieht normal aus. Das ist jetzt nicht irgendwie was ganz Spezielles. Meine Kamera möchte nicht scharf stellen. Vielen Dank, liebe Kamera. Ich hab dich lieb, du wirst auch irgendwann ersetzt. So sieht halt, wie gesagt, der rechte Fuß aus. Und so sieht mein linker Fuß aus. Auch das ist einfach ein Fuß. Nichts Spezielles, nichts Kaputtes, halt irgendwie einfach ein Fuß, ne? An der Hacke ganz normal Hornhaut, am großen Zeh ganz normal Hornhaut. Also das sind halt so die ganz normalen, wie Füße so aussehen. Ja, und so sehen meine Füße halt von oben aus. Ich habe den Nagellack eben abgemacht, deswegen sieht das jetzt so ein bisschen verfärbt aus. Genau. Ja, also an den kleinen Zehen habe ich ja auch immer so Stellen. Ich denke, das kennt jede von euch eventuell, die auch mal so ein bisschen hohe Schuhe trägt. Das wäre jetzt nicht scharf stellen. Naja, aber es ist halt jetzt nicht wunderschön. Das sind einfach so Druckstellen, ne? Die habe ich immer mal wieder und die mache ich normalerweise so mit einem Bimmstein weg. So. Dann setzen wir uns jetzt mal die Fußmaske auf. Wir setzen uns die auf? Nee, wir legen uns die mal an. Ja, und weil ich gerade aus der Dusche komme und mir gedacht habe, Wellness geht immer, habe ich mir auch gerade so geil im Balea Q10 Augenpads drauf gemacht. Naja, auf jeden Fall habe ich hier die Summerfood Maske und hier hinten steht halt drauf, aber das habe ich euch, glaube ich, eben auch schon erzählt, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, was man machen soll. Und das mache ich jetzt mal. So sehen die Schuhe übrigens aus, diese Socken. Du hast hier unten so eine Gelschicht drin. Dann hast du hier diese Abziehviecher. Hier oben steht auch diese Cutting-Linie drauf und man riecht nicht viel. Ne, ich hätte jetzt gedacht, da kommt irgendwie ein stärkerer Geruch raus, aber hier siehst du auch richtig die Flüssigkeit drin. Und dann halt hier auch so ein Vlies drin. So, als erstes muss ich hier diesen grünen Sticker einmal vorsichtig abziehen. Ich hoffe, man sieht das. Jo, sieht man eigentlich ganz gut, ne? Das heißt, ich packe hier nicht den roten an, sondern hier oben den grünen. Zack, der ist ab, der klebt auch nicht. Der kommt dann erstmal weg. So, und zwar schneidet man das einfach hier an dieser Linie auf. Es riecht so ein bisschen nach Reinigungsmittel. So, dann öffne ich mir das vorsichtig. So, aufpassen, dass nicht dieses rote Moped eingeknickt wird, weil das ist ja, das klebt. Dann gehe ich da mit meinem Fuß rein. Es fühlt sich einfach nur wie eine kalte Flüssigkeit am Fuß an. Also es könnte theoretisch noch jemand mit größeren Füßen das Ding anziehen. Ich habe Schuhgröße 41 und da ist definitiv noch Platz. Da können auch größere Füße rein. So, dann muss man das hier so zusammenfuddeln. Und etwa drei Viertel des. Oh, das zieht sich von alleine ab. Das ist super. Genau, und dann klappt man den einfach um und befestigt den so an der Seite. Dann hält der auch echt gut, der rote Aufkleber hier. So, dann stecke ich das hier alles mal so ein bisschen fest. Nehme mir eine Kuscheldecke, die ich mal in einem Action-Haul auch gekauft habe. Zieh das, upsala, ohne umzufallen am besten, über meinen Fuß einfach drüber. Tada! Jo, ne? Jetzt haben wir die Socken angezogen. Also sowohl diese
komischen Socken als auch meine normalen Action-Socken. Und ja, dann darf das Ganze jetzt 2 Stunden drauf bleiben und dann werde ich gleich ein Fußbad nehmen. Und ja, dann gucken wir einfach mal so, wie sich das in den nächsten Tagen so verhält. Also ich nehme jetzt ein Fußbad. Ja, hatte die Maske jetzt 2 Stunden drauf und jetzt dürfen meine Füße ein bisschen im Fußbad entspannen. Sie sind jetzt sehr empfindlich. Die Maske hat in den 2 Stunden tatsächlich auch ein bisschen gebrannt. Und auch wenn das Wasser jetzt lauwarm ist, fühlt es sich an, als wäre es 1000 Grad heiß. Aber das hatte ich bei der Balea-Fußmaske ja auch schon so, dass es so blöd war. Naja, da sind meine Füße halt sehr empfindlich. Seht ihr das? Leute, ganz ehrlich, es ist jetzt 24 Stunden her, seitdem ich die Fußmaske benutzt habe. Und oben auf dem rechten Fuß fängt es sich schon an zu schälen. Also das ist ja der Wahnsinn. Das ist jetzt so die erste ganz, ganz dünne Hautschicht, die sich hier, also das, ich habe gerade geduscht, ne? Und dann hat es auch so gespannt und ich habe gedacht, okay, hast du vielleicht irgendwie ein Haar zwischen den Zähnen? Keine Ahnung, aber es schält sich schon. Es fängt jetzt schon an. Das ist halt wie Sonnenbrand und dann löst es sich jetzt so fetzenweise ab, siehst du, ne? Auf dem linken Fuß ist noch nicht so viel. Da ist hier oben schon so ein bisschen was. Also hier fängt es auch schon an tatsächlich und das alles an Tag 1, ey. Und hier an der Seite hat sich das wohl auch ein bisschen unter der Dusche gelöst. Krass. Ich bin gerade echt dermaßen hin und weg, wie schnell das schon geht. Boah, ich wollte mir nämlich gerade meine Nägel lackieren, weil die ja so verfärbt sind, ne? Dass ihr das eigentlich nicht mehr mit ansehen müsst. Aber ich wollte das jetzt filmen, weil ich das einfach so krass finde, dass es jetzt schon passiert. Es ist 48 Stunden her, dass ich die Fußmaske drauf gemacht habe. Und schaut euch das mal an. Hier ist so ein richtiger Hautfetzen hier oben drauf. Seht ihr das? Also hier sieht man das richtig, ne? Mein Fuß löst sich auf. Ah, aber das ist ja genau das, was ich wollte. Also ich kann es wirklich so abziehen. Es tut nicht weh. Es ist nur ein bisschen eklig, wenn du deine Hautfetzen hier so sammelst. Also ich kann jetzt jeden Tag immer ein bisschen mehr von hier oben abpulen. Auf dem anderen Fuß ist es genauso. Aber hier unten tut sich noch nichts. Ich würde einfach sagen, dass ich jetzt einfach mal die nächsten Tage hier weiterhin von oben immer wieder alles abpulen werde. Man sieht das richtig, ne? Hier kommt so richtig weiche, frische Haut zum Vorschein. Und hier hast du so die alte Haut, ne? Das sieht man richtig. Ist voll eklig. Aber gut, genau, ich sag Bescheid, wenn sich unten irgendwas tut, okay? Okay, Leute, wir haben es jetzt Montag und ich glaube, Freitag habe ich die Maske ja benutzt, ne? Und es fängt hier einfach schon so geil an, sich abzulösen. Also es tut nicht weh, ne? Das ist jetzt einfach nur abgestorbene Haut, die sich einfach so abziehen lässt. Es kitzelt halt einfach nur. Ich bin ein unheimlich, unheimlich kitzliger Mensch. Und ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall meine Freude dran haben, das entsprechend abzupulen. Ja, ansonsten ist mein Fuß sehr trocken. Hier hinten siehst du auch, an der Hacke ist es einfach nur trocken. Das ist sehr rissig und genau, das sieht man, ne? Also das wird wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tag länger dauern, bis sich das löst. Aber es geht hier an den Zehen einfach schon so schön ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Der große Zeh fängt hier auch schon so ein bisschen an, sich zu lösen. Da siehst du das auch, ne? So ein paar Risse hat der auch schon. Und ja, ne? Macht schon richtig Freude. Es ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man jetzt aus der Dusche kommt und sich das direkt abpulen kann. Dann werde ich nachher noch ein Fußbad machen, dann kann ich noch ein bisschen mehr abpulen. Aber ich finde, dass da schon ordentlich was geht. Ich habe übrigens endlich meine Fußnägel lackiert. Yay! Und ja, also hier auf dem Fuß geht es auch noch weiter. Also es löst sich schon richtig geil. Ich bin so gespannt, wie es nachher ist. Aber ich finde das, was ich schon abgepult habe, so hier diese Stelle zum Beispiel, ne? Es fühlt sich so geil an. Das ist so weich. Ich guck mal, was beim anderen Fuß so geht. Da geht auch schon was. Sieht aus wie richtig alte Leute Füße, weil gut, ich habe jetzt auch gerade geduscht, ne, aber die sind halt tierisch trocken und ja, witzigerweise hier an dem
Ring-C heißt der so? Weiß ich nicht. Löst sich das schon ganz gut? Lässt sich, oh, ist das geil. Lässt sich hier sehr schön lösen. Ja. So, es ist Dienstag und es geht so richtig ab. Im wahrsten Sinne des Wortes, es sieht echt heftig aus, oder? Also, ich war gerade duschen und unter der Dusche hat sich schon ein bisschen was gelöst und jetzt geht es einfach weiter. Das ist einfach wahnsinnig krass, wie das aussieht, oder? Also hier oben geht es richtig ab. Ich habe immer so Probleme mit Nagelbettentzündung. Deswegen habe ich auch so krüppelige Zehennägel. Und ja, mir ist heute ein Nagel abgebrochen. Ich bin morgen wieder bei meiner Nagelfee. Super. Ja, auf jeden Fall habe ich hier immer so Probleme mit eingewachsenen Zehennägeln. Und deswegen ist es auch sehr angenehm, dass hier die ganze Nagelhaut abgeht. Weil dann auch so richtig verhornte Nagelhaut quasi mit weggeht. Niemand hat gesagt, dass dieses Video nicht eklig wird, oder? Man muss es wirklich sagen. Und so sieht der rechte Fuß von unten aus. Also es sieht mittlerweile echt hart aus. Es löst sich alles hier schon ganz gut oder hat sich jetzt unter der Dusche sehr gut gelöst. Ihr seht hier diese ganze weiße Haut. Das ist die alte Haut, die abgestorben ist quasi, die jetzt nach und nach sich abpellen wird. Und unten drunter zum Vorschein kommt diese unfassbar weiche, rosane Babyhaut. Also wirklich Babyhaut, das ist tatsächlich so. Und überall, wo es halt schon hier so weiß ist, kann man das dann nach und nach abholen. Hier löst sich das auch. Übrigens kitzelt mich das grundsätzlich, wenn ich jetzt an meinen Füßen rumpule. Ne? Das ist immer so eine Sache. Ich bin so kitzelig. Genau. Ja. Die Hacke ist ja so das, wo ich extrem drauf warte, dass sich irgendetwas tut, weil die ja so schön rissig schon aussieht und da hoffe ich, dass es auch irgendwann mal losgeht. Aber wenn ich auch so kratze, da tut sich einfach nichts, außer dass ich mich selber unfassbar kitzel an den Füßen. Aber ich nehme jetzt ja abends auch immer tatsächlich nochmal zusätzlich zum Duschen auch ein Fußbad. Und da löst sich dann auch noch was und das wird hier einfach nach und nach immer weiter angelöst. Und ja, ihr seht, ne, wie unfassbar trocken meine Füße aussehen. Ja, man sieht es auch hier, wie faltig die sind. Und naja, es ist, also man merkt es über den Tag schon, dass die Füße sich quasi abpellen. Ne? Das ist ein Gefühl, was man haben können müsste, wenn man die Maske halt verwendet, ne? Also hier ist auch wieder so eine Stelle, da löst sich das ab. Ist schon ein bisschen eklig, ne? Aber naja, man muss relativ schmerzfrei sein, wenn man diese Fußmaske benutzt. Also schmerzfrei, was das Optische angeht, ne? Weil wie ihr hier auch bei dem linken Fuß seht, hier geht es auch schon ziemlich ab. Das ist unsere Kaffeemaschine, die automatisch spült, falls ihr das hört. Ja, also es pellt sich und pellt sich, aber halt nicht so, dass du jetzt in eins alles abreißen kannst, sondern immer so nach und nach. Und auch hier, ich warte total gespannt auf diese Hackenablösung, um das mal so zu sagen. Naja, aber es ist Dienstag und ich glaube Freitag war das, wo ich die Fußmaske drauf gemacht habe oder war das Samstag? Ja, also es ist schon unfassbar schnell jetzt losgegangen, obwohl halt gesagt wurde, dass der Peeling-Prozess erst nach 7 bis 10 Tagen, glaube ich, anfängt. Guck mal, da ist noch eine Stelle, die ist noch relativ hart, die möchte noch nicht abgehen. Das ist eklig. Aber ich habe es euch ja gesagt, wenn ihr sowas nicht sehen könnt, dann guckt lieber weg. Aber naja, ne? Also da tut sich ordentlich was. Und oh, diese Haut, diese rosane Haut, die ihr jetzt seht, ne? Die ist so weich und es fühlt sich so gut an. Und ich erzähle euch gerade schon seit Minuten, wie toll ich meine Füße finde und zeige euch dabei meine unfassbar ekligen, angefressenen Füße. Naja, so. Das ist jetzt der Stand zu Dienstag. So, ich habe mal ein bisschen gepult. Ihr seht das hier auch. Hier habe ich echt ganz schön viel weggekriegt und ich denke, hier wird sich das morgen wohl lösen. Ne? Das ist immer so nach und nach. Ihr seht ja auch, wie kantig das dann ist und so. Also man braucht Geduld. Und ich glaube, hier an der Seite, ja, da kann ich auch gleich noch. Egal. Ja, und nur damit ihr euch das vorstellen könnt, in welcher Größe diese Stückchen abgehen, das sieht dann so aus. Das hier war jetzt mal so ein richtiger Glücksgriff, sage ich mal, von der Größe her. Und ja, es ist eklig. Ansonsten hast du halt relativ viele kleine Sachen. Aber naja, das wollte ich nur mal gezeigt haben, auch wenn es super eklig ist. Okay, es ist immer noch Dienstag und ich habe einfach weitergemacht und guckt euch das an. Gar nicht so einfach. Oh, Alto Belli, das ist der Shit, ey.
Es geht zur Hacke. Aber wie ihr seht, hier hinten ist es noch ziemlich, ne? Da geht es noch nicht, aber ich kann hier. Oh, es ist ein wundervolles Gefühl. Du machst dir keine Vorstellung. Du musst dir diese Maske anziehen und das selber erleben, um zu merken, wie unheimlich erleichternd das ist, jetzt hier einfach zu poolen und es einfach anzumachen. Ja, da geht es noch ein bisschen schwerer. Aber ich pool jetzt so richtig, weil ich will es weitermachen. Auch wenn jetzt gerade die Höhle der Löwen angefangen hat und ich es eigentlich gucken möchte, ich habe gerade einen Lauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hacke. Guckt euch das mal an. Das ist jetzt nur von Dienstag, ne? Heute geht's richtig ab hier. Heute geht die Haut richtig ab. Das ist so heftig. Ich habe die erst vor ein paar Tagen drauf gemacht und habe schon so einen Ultra-Effekt. Und nein, es tut null weh, was ich hier mache. Jetzt hier an der Hacke zieht das vielleicht ein bisschen, weil es noch ein bisschen fester ist, aber ich das einfach abkriegen will. Aber es löst sich super. Das ist einfach eine komplette Hautschicht, die durch diese Säure in dieser Fußmaske angelöst wurde und sich jetzt einfach abnehmen lässt. Oh, ist geil, dass ich die Hacke hier gerade abkriege. Also an alle Leute, die mir jetzt einen Daumen nach unten geben. Ich kann es verstehen. Es ist schon eklig, ne? Aber es ist geil. Probiert die Maske selber mal aus. Dann merkt ihr, wie geil die ist und wollt sie immer wieder machen und könnt es nachempfinden, was ich gerade empfinde. Ich pole noch ein bisschen. Hier vor allem. Oh. Wow. Also um den rechten Fuß hatte ich mich gestern nicht gekümmert und habe ihn nicht abgenommen. Und schaut euch das mal an. Ich bin jetzt einen Tag mit diesem Fuß durch die Gegend gelaufen und habe schon gemerkt, uiuiui, da bewegt sich aber was. Was ist das denn? Oh mein Gott, das hat sich richtig heftig gelöst. Hier vor allem an der Hacke, ne? Das tut null weh. Also das ist, als würde ich, keine Ahnung, ne? Das löst sich einfach so dermaßen leicht. Oh mein Gott, das ist, keine Ahnung. Also würde ich eine Folie abziehen oder ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses Gefühl, ne? Oder ein Pflaster. Ich glaube, das ist wie Pflaster abziehen, aber Pflaster abziehen tut weh. Das tut nicht weh. Das ist mal ein Oschi von Haut. Igitt. Aber irgendwie so geil, weil diese Hacke sich gelöst hat und jetzt die Haut ist ein Traum. Alter Schwede, ist das geil. Das ist so geil. Jetzt lösen sich so richtig große Fetzen von der Haut. Das ist der Hammer. Wie ihr seht, ich war heute bei der Maniküre. Das ist mal eine Farbe, oder? Ui, 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 ui. Ja, sie hatte eine neue Farbe und dann habe ich mich mal was getraut. Aber dadurch, dass die Nägel jetzt kürzer sind, kann ich natürlich hier das nicht so gut mehr greifen. Ja, das sieht jetzt natürlich alles sehr wild aus und ne, unschön, sage ich mal. Aber ich hoffe ja, dass wenn dieser komplette Peeling-Prozess abgeschlossen ist, dass ich so richtig frische, neue Babyfüße habe. Und wie gesagt, die Haut, die jetzt darunter zum Vorschein kommt, ist wirklich ultra schön. Also das ist wie neu. Da hast du keine Narbe und kein Nix drauf. Das ist echt wahnsinnig schön, auch wenn das noch ein bisschen fleckig ist. Aber ich habe große Hoffnung, dass das wundervoll wird. Oh, ich freue mich so, dass das so gut funktioniert. Wahnsinn, richtig geil. Wir haben übrigens Mittwoch. So, wir haben jetzt Sonntag, den 10. März. Und ich kann das Experiment als abgeschlossen betrachten, denn der Peeling-Prozess ist abgeschlossen. Wir haben hier tatsächlich
das weiche Gefühl von frischen Babyfüßen, welches wir hier nun komplett bestaunen dürfen. Alter Schwede, meine Füße sind so weich geworden. Ja, es ist schon ein bisschen heftig, den kompletten Fuß einmal komplett in die Kamera zu halten, oder? Ich find's großartig. So, also, der Fuß ist wirklich und tatsächlich weich. Meine Herren, ist der weich. Also guckt euch mal diese Hacke an. So ein weiches Hautgefühl, ne? Hier auch alles wirklich ganz rosa, ganz fresh. Hier haben sich auch wirklich alle Hautfetzen gelöst und es sieht wirklich toll aus. Auch zwischen den Zehen und an dem Hautballen, an dem Fußballen hier alles supi, also richtig toll. Also es ist wirklich ein ganz befreiendes Gefühl, jetzt wirklich so unfassbar, unfassbar weiche Füße zu haben. Es ist toll. Also, ne? Und das ganz ohne Bimmstein oder sonst irgendwas. Herrlich. Ja, ja, ja. Applaus, 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 Applaus. Super, liebe Summerfood-Maske, das hast du richtig toll gemacht. Ja. Ich würde mal sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Und Applaus, Applaus für das Team von Summerfood. Diese Maske ist ja wohl wahnsinnig toll. Also was ich da für schöne, sommerfertige Füße bekommen habe, es schneit gerade draußen. Aber in der Theorie könnte ich jetzt Flipflops tragen und würde mich irrewohl damit fühlen. Es ist nicht so, dass deine komplette Hornhaut oder deine komplette Haut, die quasi dafür sorgt, dass du ordentlich laufen kannst, verschwindet, sondern es ist einfach nur das, was weg kann, ist weg. Und es ist herrlich. Ich habe so ein geiles Fußgefühl. Jetzt, Leute, ihr macht euch keine Vorstellung. Es ist der Wahnsinn. Ich packe euch auch mal einen Link unten in die Infobox. Da könnt ihr euch theoretisch auch diese Maske bestellen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber ihr könnt die natürlich auch hier in diesem Video gewinnen. Diese beiden hübschen Dingerchen. Steht alles unten in der Infobox, ne? Also 4 Wochen laufen bei mir immer ungefähr die ganzen, ja, ziemlich genau, die ganzen Verlosungen, ne? Alle anderen Verlosungen, die ich so mache, ich mache ja so viele zur Zeit, stehen auch unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Ja, ansonsten würde ich einfach mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist, Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen, denn damit unterstützt du mich sehr. Ja. Lass es dir ganz einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!